kein Platz mehr frei. Und nicht nur auf der Tribüne, sondern auch wirklich hier im Rundgang unten. Toll besucht, großartig besucht und im Vergleich vielleicht auch zum letzten Mal nochmal wirklich eine tolle Steigerung. Die Steigerung in sportlicher Hinsicht wird es jetzt noch einmal geben. Das große Finish, Championat der Deutschen Kreditbank AG. Das Stechen. Es geht erst einmal über die Mauer, diesen Mal von der anderen Seite. Dementsprechend hält es im Hindernis auch Nummer 14. Weiter, lang der Weg, Global Champions zu Oxer. Aus der Wendung dann heraus, jetzt nur noch zweifache Kombination. Oxerstein ist da hinten raus bei ungefähr 15, naja, ich sag mal hin zu 16. Das Tempo jetzt wirklich im Verschärfen weiter. Und ja, jetzt sind wir gespannt. Schade. Noch einmal diese Hohle. Also das ist schon eine ganz schöne Kurverei, die es hier zu absolvieren gilt im Stechen. Das muss man sagen. Zweimal ein bisschen Pech gehabt. Daniel Deuser und dementsprechend werden es leider 8 Punkte mit insgesamt 41,74 Sekunden. Zwischenzeit haben wir uns einmal genommen, sollten das vielleicht gleich noch mal mehrfach tun. Wir sollten uns dann vielleicht auch noch einmal auf diese Galoppsprünge noch mal stärker konzentrieren, gerade eben in dieser Linie von diesem Longines auf diesen gelben Steilsprung hin. So, ganz besonders jetzt bei Nils Brunzels, Kopernik, Van Orti. Ebenfalls bei